Das ist das Valentin-Talkzeug 2023. Moin Leute, euer Wamat wieder am Bambus und heute zeige ich euch das neueste Fahrzeug aus dem DLC. Auch vor mit dem Video anfangen, würde ich euch schon bitten, einen fetten Like da zu lassen und viele euch noch nicht abonniert haben. Abonniert mich, sofort die krassen Informationen rund um GTA Online. Ich würde sagen, fang doch mal direkt an. Welches Fahrzeug meine ich denn jetzt hier eigentlich? Naja, das Fahrzeug heißt Classyki Broadway. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, denn dieses Fahrzeug findet ihr auf Legendary Motorsport für 925.000 GTA-Dollars, was erstmal nicht so viel klingt. Ich würde sagen, wir kaufen das Ding einfach mal und schauen, was für tuning-technisch wir alles haben. Denn dieses Fahrzeug, klar, es hat einen klassischen Touch, aber ist tatsächlich ein Muscle Car. Aber egal, gehen wir einfach mal zum Tuning. Generell beim Tuning kann man sagen, dass die Stoßstangen hier eine gewisse Auswahl haben. Es ist auch nicht krass viel pro Stoßstange, aber ich finde die Stoßstangen generell einfach mega cool und passend zum Fahrzeug. Davon abgesehen kann man dieses Fahrzeug jedoch sehr verchromt machen. Was meine ich mit verchromt? Naja, bei Karosserie könnt ihr sehr, sehr viele Chromspielereien hinzufügen. Aber wenn ihr das gar nicht wollt, könnt ihr tatsächlich auch das Fahrzeug eher zum Hot Rod umrüsten. Was ich persönlich hier nicht so passend finde, aber das ist ja Geschmackssache. Was ihr hier natürlich auch ändern könnt, sind zum Beispiel hier die Spiegel. Klar, das Auto hat hier ein paar Designs. Und beim Design kommt auch noch dazu, dass es hier ein spezielles Valentinstags-Design gibt. Aber dieses Design ist erstmal Secret Design. Das bedeutet, es ist gerade nicht verfügbar, könnt ihr aber mit einem Merch-Glitch bekommen, so wie ich es halt bekommen habe. Aber ich vermute mal oder gehe stark davon aus, dass dieses Valentinstags-Design am Valentinstag irgendwie rauskommen wird, in Form von jeder bekommt es einfach oder ihr müsst die XY-Spielliste machen, damit ihr es freigeschaltet bekommt. Aber davon abgesehen, was ich an diesem Fahrzeug komplett geil finde, ist tatsächlich, ich weiß nicht, ist das eine Klimaanlage oder sowas? Sondern so die Klimaanlagen in 60er Jahren aus? Also, wie lustig ist das denn? Kann einer von euch mir erklären, was das überhaupt ist? Ich habe absolut keine Ahnung. Finde es aber total lustig. Und ich habe es natürlich auch aufgerüstet. Was man sonst hier noch tun kann, sind hier ein paar Sonnenblenden und hinten den Reifen habe ich in den Radkasten versteckt. Aber ansonsten war es das tuning-technisch eigentlich komplett. Ich meine, das Fahrzeug ist einfach ein Valentinstags-Auto. Es ist einfach alt. Es ist zwar kein Klassiker, ein Muscle Car. Aber ich muss ehrlich sagen, Leute, das Fahrzeug sieht einfach schön aus. Ich mag generell Klassiker und finde, dieses Fahrzeug ist ein Muss für die Garage. Und davon abgesehen sind 925.000 im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen aus dem DLC eigentlich schon sehr günstig. Aber gut, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Fahrzeug hält. Und ja, Leute, natürlich habe ich dieses Fahrzeug gemoddet. Hier seht ihr einfach mit schönen Bennys-Felgen und einer geilen gemoddeten Lackierung. Aber gut, wenn ihr dieses Fahrzeug von mir haben wollt, dann verpasst nicht den nächsten Giftcast to Framestream. Aber ich bin raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.